Dran versteckte Funktionen. Teil 5. Objekte bearbeiten, umwandeln, Galerieformen erzeugen, ändern. Die Videoserie in 7 Teilen zeigt versteckte Funktionen in Dran und wie diese angewandt werden unter Version 5.2. Grundlage dieser Videoserie ist das Vortragsvideo von Armin Legrand unter. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter. Wir öffnen Dran. Wir öffnen die bestehende Arbeitsdatei dranobjekte.odg. Wir wollen nun eine Kurve zeichnen. Wir klicken auf die Folie 5. Sollte das Symbol Kurve nicht auf der Symbolleiste Zeichnung zu sehen sein, wählen wir im Hauptmenü Ansicht Symbolleisten anpassen. In der Dialogbox Anpassen wählen wir bei Symbolleiste Zeichnung aus. Bei Symbolleisteninhalt Befehle scrollen wir nach unten und setzen bei Kurve ein Häkchen und klicken OK. Nun können wir das Symbol Kurve auf der Symbolleiste Zeichnung auswählen. Wir zeichnen eine Kurve, indem wir das Symbol Kurve anklicken. Dann klicken wir mit der linken Maustaste auf die Folie und ziehen eine Strecke. Wir lassen die Maustaste los und bewegen die Maus zum Verformen der Strecke als Kurve. Mit der weiteren Folge, Klicken, Halten, Ziehen, Loslassen und Kurve bilden, kann die Kurve beliebig fortgesetzt werden. Wenn die Kurve die gewünschte Form hat, doppelklicken wir, um die Kurve abzuschließen. Die Kurve kann nun weiter bearbeitet werden. Wir können auf der Kurve auch weitere Punkte hinzufügen. Wir wählen im Hauptmenü Ansicht Symbolleisten Punkte bearbeiten aus. In der Symbolleiste Punkte bearbeiten klicken wir auf Punkt einfügen und klicken dann auf die Kurve an die Stelle, an die der neue Punkt platziert werden soll. Es können auch Punkte aus der Kurve gelöscht werden. Dazu muss der entsprechende Punkt angeklickt werden. Danach wird in der Symbolleiste Punkte bearbeiten das Symbol Punkte löschen ausgewählt. Eine Kurve kann auch aufgetrennt werden. An der gewünschten Stelle den Punkt auswählen oder einen neuen Punkt setzen und auswählen. Danach wird in der Symbolleiste Punkte bearbeiten das Symbol Kurve auftrennen gewählt. Wenn wir bei markierter Kurve einen Punkt anklicken, können weitere Funktionen ausgewählt werden. Dies erfolgt mit den Symbolen Eckpunkt setzen, glatter Übergang und symmetrischer Übergang. Wir können die Kurve auch schließen. Bei markierter Kurve wählen wir das Symbol Bezieher schließen, damit wird die Kurve geschlossen. Wir können Objekte auch umwandeln. Wir klicken mit der rechten Maustaste auf die Kurve. Im Menü wählen wir Umwandeln in Polygon. Damit wir den Überblick behalten, können wir unten links in der Statusleiste sehen, welchen Status das Objekt jeweils hat. Wenn wir nun das Polygon mit der rechten Maustaste anklicken, können wir im Menü Umwandeln in Kurve auswählen. Damit haben wir wieder eine Kurve, die jetzt aber mehr Punkte als zuvor besitzt. Wir können auch Grundformen umwandeln und verformen. Wir klicken die Folie 2 an. In der Symbolleiste Zeichnung wählen wir bei Standardformen den Kreis aus. Wir zeichnen einen Kreis. Den Kreis klicken wir mit der rechten Maustaste an und wählen Umwandeln in Kurve aus. Nun können wir den Kreis verformen. Einfache Textzeichen bzw. Textsymbole können genauso umgewandelt werden. Wir klicken die Folie 8 an. In der Symbolleiste Standard klicken wir auf das Symbol Textfeld. Wir ziehen ein Textfeld auf der Folie auf.
Im Hauptmenü wählen wir Einfügen Sonderzeichen. Wir wählen die Schriftart, zum Beispiel Webdings, aus. Wir schreiben einige Zeichen in das Textfeld. Wir markieren die Zeichen und wählen eine größere Schrift aus. Mit der rechten Maustaste klicken wir auf den Rahmen des Textfeldes und wählen Umwandeln in Kurve. Mit der rechten Maustaste klicken wir auf die Zeichen und wählen Gruppierung aufheben aus. Die einzelnen Zeichen können wir nun verformen, einfärben und in die Galerie aufnehmen. In der Galerie muss ein Benutzerordner angelegt sein. Mit Drag and Drop können die in Kurven gewandelten Symbole in die Galerie gezogen werden. Die Galerieobjekte können nun beliebig verwendet werden. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter